Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Zuschauerwunsch dran, und zwar von Good Old Times. Ja, er hat sich mal ein NES-Spiel gewünscht und ich denke mal, die meisten haben schon mal ein Video mit diesem NES-Spiel gesehen, nämlich der Angry Video Game Nerd, der hat mal ein paar, ich glaube zwei Folgen sogar drum gemacht und das so ein bisschen als seine Erz-Nemesis beschrieben schon fast. Ich würde sagen, wir schauen da auch einfach mal rein, mal gucken, ob es wirklich so schlecht ist, wie der Video Game Nerd, der Angry, uns das immer weiß machen will. Ich habe aber so ein schlechtes Gefühl, dass er nicht lügen wird. Also schauen wir einfach mal rein. Wie immer der Aufruf an euch. Wenn ihr auch Wünsche habt für diese Serie, egal ob 8 oder 16 Bit, schlechtes Spiel oder aus... Es muss auch, kann auch ruhig schwer sein und es muss nicht nur technisch unbedingt schlecht sein. Irgendwie ein Spiel, was euch in der Kindheit gequält hat, dann einfach rein in die Kommentare. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Aber ich würde sagen, genug geschnackt. Schauen wir einfach mal rein. Ja, wir starten die creepy grüne Hand. Gucken wir mal. So, okay. Es wird erstmal nur das Unterbildschirm benutzt. Okay. Boah, guckt euch mal an, wie langsam wir hier rumlaufen. Okay, was können wir? Springen und Stock hauen. Dann gucken wir mal. Langsam. Okay. Das Kind beschießt mich. Der wirft eine Bombe? Was habe ich denn getan? Hä? Wieso wer... Hallo? Einfach so... Oh, hier ist eine Bombe. Tschö. Hä? Body Slam von einer Frau in einem Kleid? Ich bin ans Mikrofon gekommen vor Schreck. Wie eine Bombe. Ich glaube, die Dorfbewohner mögen mich nicht, aus irgendwelchen Gründen. Eine Riesenspinne. Vor der Stock, der bringt... Das Kind schießt wieder. Aber ich war doch gerade nicht mal... Ach, hallo? Was soll denn das? Vor allem, ich war da gerade noch niemals in der Nähe der Bombe. Was geht denn hier ab? Spinne verletzt mich natürlich. Okay, jetzt bin ich hier Mr. Hyde und muss... Was war das denn? Wieso blieb der denn da stehen? Hä? Ich habe zwei Treffer. Tut mir leid, wenn ich gerade sprachlos bin, aber... Ich bin verwirrt. Was? Ich verstehe den... irgendwie Videogame-Nerd. Halleluja. Ich weiche jetzt einfach mal allen aus. Ich versuche mal drüber zu springen. Ey, diese Bombe, ey. Zum Kotzen. Ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Keine Ahnung, was hier Sinn der Sache ist. Ich versuche jetzt hier einfach den Leuten... Guck doch mal, wie langsam ich laufe. Aber das Beste ist, ihr habt wirklich so einen Sonntagsspaziergang. Sonntagmorgen, ne? Auf dem Weg zur Kirche oder irgendwie sowas. Vor allem, der Stock bringt ja auch nichts. Guck mal. Ruhig, Panda. Ganz ruhig, Panda. Also ich habe schon, ihr wisst, ich habe schon viele, echt viele schlechte Spiele in dieser Serie gespielt. Aber so extrem waren nur wenige. Ich konnte das auch nur irgendwer absegnen. Irgendwann. Ruhig, Panda. Okay, jetzt passiert gar nichts mehr. Gerade voll die Action. Ja, gib ihn. Oh, eine süße Katze. Hallo, Katze. Ja, die tut mir nichts, ne?
Und sie wird es nicht sehen, aber meine richtige Katze, die Kira, kommt hier auch gerade auf den Tisch. Das heißt, wenn ihr gerade etwas im Bild seht oder ähnliches, nicht erschrecken. Okay. Hund böse. Hallo! Aber mehrfach haben sie es versucht, so ein bisschen mit Ebenen hier so 3D-mäßig zu machen. Und da legen sie unten auch Bomben. Ob es Sinn macht oder nicht. Bin ich jetzt in so einer Art Level 2 angelangt? Also hier gibt es quasi gar nichts zu tun. Was soll der mit den Bomben da unten machen? Was soll das? Hier muss ich jetzt einfach nur laufen. Ich muss ja auf Select drücke. Nix. Jetzt ist es kacken langweilig. Keine Ahnung, bei der Katze, da bin ich jetzt gerade mal weggesprungen, weil die sah etwas aufgeregt aus. Ja, guck, also, hä? Der Hund hat mich jetzt aber nicht verletzt und jetzt ver... Hä? Ach, das ist übrigens ein Autoscroller hier. Ja, die Dinger, die ich anscheinend nicht kloppen kann, weil, hey... Oh, ich habe einen getötet. Oh! Muss man... Hört mal an. Das passt so gar nicht, der Sound gerade. Diese... Das klingt irgendwie so wirklich Space Invaders Arcade der 70er oder irgendwie sowas. Das passt so gar nicht rein, ne? Sei der böse Dr. Hyde in der Nachteinstellung und dann hört ihr so Space Invader Sounds. Schon wieder Game Over. Da haben echt diese Entwickler stolz, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber Presents. Ein Versuch noch. Denn ist aber, also, ich habe eigentlich jetzt schon zu lange gespielt. Aber ein Versuch noch. Das bin ich euch schuldig, würde ich sagen. Alter, ja, beschieß mich doch, ey. Entschuldigung für die komischen Töne, aber ich habe gerade keine Kontrolle über meine Ausdrücke. Diese... Ich bin einfach sprachlos. Ich meine, ihr braucht glaube ich auch keine große Erklärung. Da haben wir wieder Space Invaders, ne? Also heute, also diese Folge ist echt fies. Also bei manchen Spielen habe ich ja so ein bisschen Spaß wenigstens abbringen können. Hä? Warum bin ich... Puh. Warum bin ich da jetzt plötzlich gestorben? Da war doch gar nichts. Ey, stellt euch mal vor, ihr hättet euch das Spiel damals geholt. Eieieiei. Also... Der enge Videogame-Nerd hat nicht umsonst so viele Videos schon draus gemacht und ich glaube, das Spiel zählt zu Recht zu seiner Arch-Nemesis. Mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein. Erzfeind. Erzfeind. Prost. Bitte wirklich das Spiel meinen. Auch nicht mal so, das sieht so lustig schlecht aus. Ich habe keinen Spaß dran. Nur nicht mal aus Trash-Sicht. Manche Spiele sind ja so scheiße, dass sie schon wieder gut sind. Das ist nur Scheiße. Bitte Finger weg. Aber trotzdem, danke für den Wunsch und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.